So, hallo zusammen. Mein Name ist Matthias Reder. Ich möchte heute ein Kurzvideo oder eine Kurzbeschreibung machen über das Thema OM360, weil das ja von der Rette dein Geld Community gekommen ist. Eine kurze Anfrage und wir schauen heute mal hinter die Kulissen von diesem ominösen Ausdruck OM360. Was bedeutet das überhaupt? Und wenn ich mich hier bei manchen auf bereits getätigte Research stütze, hat das einen sehr, sehr guten Grund, weil diese Seite kann ich wärmstens empfehlen, brokertest.at von Andreas, den kenne ich mittlerweile auch persönlich, der macht einen sehr, sehr guten Job und der hat das Produkt schon unter die Lupe genommen und das deckt sich so ziemlich mit meinen Dingen, die ich herausgefunden habe. Das Wichtigste in Kürze: es geht um ein österreichisches Produkt, deswegen klar rot-weiß-rot. Es ist ein Produkt, das man ab 10 Euro im Monat investieren kann. Es geht sozusagen um einen Sparplan, um einen Wertpapiersparplan. Und man investiert sozusagen in einen Österreich-Fonds, wo 250 Unternehmen, die entweder in Österreich sitzen oder in Österreich hauptsächlich Geschäfte machen. Und das Ganze zu einem relativ kostengünstigen Paket mit maximal 1% pro Jahr. Das haben wir vergleichbar. ETFs, wie ihr wisst, Exchange Traded Funds, haben bewegen sich zwischen 0,2 und 0,6% pro Jahr. Und wenn das wirklich so ein aktiv gemanagter Fonds ist, mit 1% Kosten pro Jahr, ist das aus meiner Sicht noch verträglich. Man kann das eben als Fonds-Sparplan machen. Wie gesagt, der ist ein bisschen teurer als ein ETF. Und das Ganze geht wirklich relativ flott über die Handy-App zum Eröffnen. Kurzer Verifizierungsprozess etc. Und in 10 Minuten ist das ganze Ding fertig. Was hat man beim Fondssparplan? Natürlich keine Bindung. Ich kann jederzeit sagen, ich spare nicht mehr an. Jederzeit sagen, ich verkaufe das Ding. Und deswegen, man ist sehr flexibel. Aber man muss natürlich die rot-weiß-rote Brille aufhaben. Auf jeden Fall die Vorteile: österreichische Aktien. Das heißt, österreichische Unternehmen, die an der Wiener Börse gelistet sind oder Aktien eben mit starkem Österreich-Bezug. Ich brauche mir um nichts umschauen. Das heißt, das ganze Steuerthema, das ganze Rechtsthema etc. ist für mich alles steuerehrlich. Ich muss mir um nichts umschauen. Verlustausgleich, Wertpapierkäst wird alles automatisch gemacht von dem jeweiligen Fonds und deswegen bequem und flexibel. Über das Smartphone kann ich bequem diesen Sparplan eröffnen und bekomme alle Informationen. Ich kann sogar ein kleines Quiz dort ausfüllen, habe ich gesehen, wo ich ein paar Sachen dazu bekomme. Coole Goodies und ja, eigentlich eine coole Geschichte. Nachteil, natürlich, es ist nur ein Fonds und der investiert halt eben nur rein in rot-weiß-rote Unternehmen. Das heißt, man hat so ein sogenanntes länderspezifisches Risiko. Wir wissen ja, in Österreich gibt es einen sehr, sehr starken Hang zur Expansion, gerade nach Osteuropa, was unsere Banken zum Beispiel anbelangt. Das heißt, Österreich ist nicht nur das Land, das da investiert wird, sondern die Firmen, in die investiert wird, haben ein sehr großes Auslandsexposure, sprich eine hohe Auslandsinvestitionen. Und das muss man mit berücksichtigen. Das heißt, es geht nicht nur allein nur um Österreich, sondern halt eben auch ums angrenzende Ausland, vor allem in Osteuropa. Und aber wenn diese Region, also sprich, wenn Österreich prosperiert, also quasi wächst, und wir wissen ja vom osteuropäischen Raum, dass dieser überdurchschnittlich wächst, dann kann das eine gute Geschichte sein. Ich habe auf jeden Fall jetzt hergenommen einen kurzen Check, deswegen, wie schaut das weltweit aus mit der jeweiligen Performance von Österreich, und habe hier herausgesucht, es gibt diesen MSCI Austria, das ist diese blaue Linie, und beginnen mit 2005. Ja, man sieht da sehr, sehr starker Anstieg und aber sehr, sehr starker Abstieg, vor allem im 2008er Jahr, wo ja ganz knapp Österreich an der Kippe aufgrund des Bankenexposures eben in diesen osteuropäischen Ländern sein Rating zu verlieren und. Also da hat es manche sehr kühne Aussagen gegeben, dass Österreich bankrott geht und. Aber wenn man sich jetzt im Vergleich mit dem MSCI World anschaut, okay, da ist jetzt fast 50% Amerika drin, aber dann sieht man diese gelbe Linie und man sieht ja auch die Annual Performance, also die jährliche Performance. Wenn man das 2019er Jahr hernimmt, hat der österreichische Leitindex oder der fast österreichische Leitindex, der MSCI World, bildet ja den Leitindex ab, 15,2% gemacht und der MSCI World 28,4%. Da sieht man eigentlich, dass Österreich, ja,
hier nicht so gut dasteht wie der weltweite Index. Das heißt, hätte ich auf einen weltweiten Index gesetzt, auch wenn dieser jetzt übergewichtet ist hinsichtlich Amerika, wäre ich deutlich besser gefahren von den Renditen. Aber das muss ja an und für sich nichts heißen. Ich kann ja auch sagen, nein, ich möchte österreichische Unternehmen unterstützen und das tut man da auf jeden Fall. Deswegen mein Fazit, sicherlich kein schlechtes Produkt für Patrioten. Man muss natürlich aber auch sehen, dass es mit gewissen Risiken verbunden ist. Die Kosten sind definitiv überschaubar. Es ist auch relativ leicht zum Anlegen. Und ein Investment in das Land, wo man lebt und die Firmen, die man sowieso beauftragt, warum nicht? Also da ist ja die Post dabei, wenn man vielleicht Bankkunde ist von Raiffeisen oder Erste Bank ist da dabei. Die ist die Voestalpine dabei. Da ist eine sozusagen wirklich große Firmen. Ja, warum nicht? Ich sehe nur ein gewisses Klumpenrisiko, vor allem von großen Branchen, wie zum Beispiel Banken. Also die Erste Bank hat wirklich einen überdurchschnittlichen Anteil am ATX. Aber man ist regulatorisch und steuerlich auf der sicheren Seite und die Dividendenentwicklung, es wird damit 7% geworben, das möchte ich auch vielleicht aufklären. Aus der Vergangenheit hat man gesehen, dass die durchschnittliche Dividendenrendite bei ca. 7% gelegen ist, vor KEST. Also KEST 27,5% kommen da noch zum Abzug. Ob das auch immer für die Zukunft aussagekräftig ist, sei natürlich immer dahingestellt. Das heißt, weder die Dividendenentwicklung noch die Kursentwicklung für die Zukunft kann hier irgendjemand garantieren. Deswegen, vergangene Kurse sind sicherlich keine Garantien für die Kurse von morgen. Aber wie gesagt, für Patrioten oder diejenigen, die sagen, ich nutze die Produkte und Dienstleistungen von diesen Unternehmen sowieso, ich bräuchte mich auf jeden Fall weit breit streuen. 250 Einzeltitel sind auf jeden Fall schon eine gute Hausnummer. Ist das Produkt aus meiner Sicht auf jeden Fall in Ordnung und mein Fazit auf jeden Fall, das kann man machen bei entsprechendem Interesse und vielleicht nicht nur die 10 Euro, sondern vielleicht auch 20 oder 50 Euro, je nachdem, wo man auch in andere ETFs oder andere Fonds-Sparpläne investiert ist. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Info bringen zu dem ganzen Thema. Falls ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare rein. Und ja, habt ihr noch andere Fragen, andere Dinge, wo ihr wissen wollt, bitte einfach in die Kommentare rein und ich werde mich bemühen, dass ich da auch Kurzvideos dazu mache. In diesem Sinne, vielen Dank, alles Gute noch, rettet euer Geld. Tschüss.